Moin, moin, meine lieben Freunde, herzlich willkommen zurück beim großen Preis von Belgien mit dem Virus. Jawohl, grüßt euch auch, willkommen zur Qualifikation. Na, wollen wir doch mal gucken. Sieht leicht dunkel aus, da wird es wohl irgendwann Regen geben. Ja, im Training sah da noch alles ganz gut aus. Ei. Jetzt habe ich natürlich Pinky vor mir. Oh, der Pinky und der Blade, 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 so, Narf! Ah, ne, doch nicht Pinky, sondern Red Bull. Erstmal wieder Benzin gemischt. Dürfte reichen vom Abstand her. Oh, auf der Geraden schleppt das irgendwie. Der kommt nicht wirklich da voran. Obwohl man in Aserbaidschan, wie heißt das jetzt? Einer, Aserbaidschan oder wie auch immer. Aserbaidschan. Ja, ach so, ja, okay. Ihr habt aber 327 auf der Tacho gekriegt, ey. Ja, du musst auch überlegen, hier geht's ja berghoch. Ja, schleppt, dann hat er nicht wieder genug Power. Das ist ja normal. Jetzt habe ich natürlich Ricciardo vor mir, das ist natürlich wieder. Ach, fuck. Das ist vom Camillo sein Lieblingswort geworden mittlerweile. Alter, was macht der Depp hier? Ganz ruhig, Daniel. Denk nicht dran, was passiert ist. Ausblenden, Keule. Boxenstopp. Nee, wenn diese gewisse Person da nicht so einen Rotz gemacht hätte. Ricciardo, die alte Nervensäge. Ey, you, das ist dein neuer bester Freund, was? Das heißt, mit einer Runde komme ich nicht aus, dann sind meine Ultrasoft nachher richtig für den Arsch. Auch geil. Okay, sind sie jetzt schon ziemlich. Ja, ist ja gut, Massa, jetzt zieh vorbei und dann ist Gott. Na, ja, und dann fährt der Hornswoggle natürlich auch noch die eine schnellste Runde erst, Herr Ricciardo. Na egal, dann müssen wir es halt noch mal probieren. So, Boxeneinfahrt ist hier. Einmal neuen Spoiler und dann versuchen wir das Ganze noch einmal. Oh, wird schon klappen, Alter, wird schon klappen. Ja.
Oh, oh, nein! Ach, verdammt nochmal, du dumme Pissratte, ey! Mann! Er zieht auf einmal rüber, blöde Karre! Ja, sei froh, dass du schon schnelle Runde gefahren hast und nichts kaputt geht. Ich war noch plus. Ja, zieh wieder quer, du Schlampe, ey. Du Gottloses. Ja. Ah, lass mal die Scheiße jetzt erstmal vorbei. Ja, dann wollen wir doch nochmal gucken. Boxenstopp. Hoffentlich fahre ich jetzt passend jetzt raus. Dreht er sich schon wieder, du Blöder! Ich scheiße auf meinen Frontflügel! Oh, Jeff, Wahnsinn, Alter. Kacke. Bei dem Arsch kriege ich manchmal echt. Als wenn ich das nicht wüsste! Oh, jetzt habe ich die Strecke so ziemlich für mich, ist da auch geil. Ja, da brauchst du nicht mal mit dem Grosjean rumärgern, wohl. Ricciardo. Auch gut. Aber dafür sind meine Reifen nachher dann halt ziemlich. Okay, du musst in die Box, bevor dir das Benzin ausgeht. Boxenstopp innerhalb von 2 Runden. Ich hab doch gerade gesagt, dass ich einen Boxenstopp mache, du Knaller. Boah, ey. Ja, die Strecke, die ist echt interessant. Oh, diese Huppels hier. Hamilton 1,51, ja, leck mir die Hose, ey. Oh, die kommen gut um die Kurven hier anscheinend. Mann, hätte mich da nicht gedreht. Ich war gut unterwegs. Ich hätte bestimmt noch mal 600, 700 von der Zeit rausgeholt. Also ich hätte auch die 1,51. Guck mal, ich habe auch 1,51, 986. Also, ja, ich habe mich wahrscheinlich auf dem 1,50er Zeit noch ein wenig verbessert mit 100 oder sowas. Aber das wäre es mir wert gewesen. Dann dreht mich diese blöde Ratte auch noch rum, Alter. Du Scheißkarre. Komm, jetzt mach mal hin, seid mal fertig da. Die Zeit, die läuft mir davon, ihr Säcke. Mal vorher denk dran, fahr nicht so viel rum, weil du musst mit den Reifen hinterher noch fahren. Oh, das gibt's doch nicht. Der hat nur Zehntel. Zehntel. Hamilton. Ah. Bottas auf 1,5. La, 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 la. Oh, guck mal. Ich hab Camilo zu jetzt hier. Ah. Junge. Da ist schon die Kurve rein. Fährt ein bisschen eilig gerade, aber hat er noch hingekriegt. So, 3 Minuten Rennzeit ist noch. Komm schon, Baby. Er ist jetzt aber sanft unterwegs. Oh, ja, da vorne und dann raus, dann habe ich Gas und dann hat er mich weggedreht, die dumme Ratte. Muss man echt aufpassen. Nice, nehmen wir. Boxenstopp. Jo, jetzt mal Zeiten gucken hier. Camilo 1,49. Boah! Alter! Ja. Nice, Alter. Ranks oder Hamilton. Hamilton hinter dir, dann ich oder Bottas. Also wieder so ein doppeltes Snickers, ey. Oh, Problem ist halt eben, ich werde nach Runde 5 oder nach Runde 4 derbe Probleme kriegen mit meinen Reifen.
Weil ich habe jetzt schon 18% auf den Reifen drauf. Du solltest auch raushauen, weil 17 von 20 auf der Strecke. Ja, ich muss ja in eine Box, deswegen. Ich will jetzt nicht noch groß noch fahren. Reifen schon in die Box und dann ist gut. Da ist der Hamilton. Das geile Luder. Das, der ist den Verstappen hinterher, oder wie sehe ich das? Ja, sieht so aus. Ja. Oh, Hamilton, aber ziemlich langsam. Oh, Ricardo, Verstappen und Hamilton, Alter, direkt hintereinander. Mal gucken, ob ich es überhaupt noch schaffe, in der Box zu fahren. Ich hätte auch einfach stehen bleiben können. Du hast noch genau 20 Sekunden. Na, wenn ich stehen bleibe, werde ich disqualifiziert, deswegen muss ich ja fahren. Ja, geh schon weiter langsam rollen, hör mal. So, knappe 10. Naja, ich sehe es. 5, 4, 2. Jetzt liegt unsere beste Runde bei 1 Minute 51. Oh, da holt er da 1,40 raus, Alter. Ich denke, hä? Also irgendwo bin ich noch ziemlich schlecht. Also ich glaube, den ersten Sektor oder was, den verkacke ich immer. Ja, kannst du doch gucken. Wie, ich dachte, jetzt wäre vorbei das Qualifying. Okay. Ach, weil ich noch draußen war wahrscheinlich. So. Dann hoffe ich ja doch irgendwie, dass es gleich im Rennen regnet, auch wenn es für uns scheiße ist, aber dann brauche ich wenigstens mit den Reifen nicht fahren. Okay, das ist mal ein netter Einblick in die Boxengasse. Da unten links unter der ganzen Liste sieht man sogar die fette Kamera. Mit Mikrofon, ey. Wow. So, Valtteri Bottas ist auch drin, man sieht ihn. In der Box stehen. Ja. Qualifying beendet 1. Da läuft doch eine Zeit runter. Lol. Ja, hab ich mir auch gerade eben gewundert. Ich dachte eigentlich, wäre vorbei. Oh ja, wir können doch jetzt einfach hier einen Cut machen oder dann hat sich die Sache, ne? Oder nicht? Ja, wir müssen ja eh warten. Ob wir jetzt warten mit Aufnahme oder ohne Aufnahme, dann können wir den Leuten dann gleich nochmal zeigen, ob sich was verändert hat. Schlauch Lewis Hamilton A. Zuschauen. Ja, viel war da echt nicht zwischen euch, dir und zwischen Hamilton. Das ist. Ja. Ricciardo ist dann schon wieder eine Sekunde weit weg. Fast. Jetzt bin ich mal gespannt, was Hamilton noch macht hier. Aber es war knapp, der Ricardo ist jetzt auf dem 4., der Bottas auf dem 6. Uiuiuiui. Mhm. Ja, der Ricardo ist auch nicht weit weg von mir, hör mal. Da trennt auch nur so 100. Oder vielleicht eine Sekunde, wenn es hochkommt, aber ganz, ganz knapp. Oh, bis die Zeit jetzt einmal rum ist da oben. Dann haben wir das auch durch. Jawohl. Also, mal gucken. Ja, hat sich nichts getan. Ja. Oh, der Hamilton ist doch noch sogar noch. Nee, ist nicht besser geworden. Nein. Na, guck. Ricardo auch nicht. Verstappen. Oh, guck mal an. Passt doch. Oh, guck mal auf die Konstrukteurrangliste. Okay, ja, bald auf 0, aber. Ja, bringt ja nichts im Moment. Da müssen wir gleich erst gucken. Jau.
Deswegen, meine Freunde, ich würde sagen, das war's von uns. Wir sehen uns gleich im Reden wieder. Macht's gut. Alles klar. Ciao mit V.